Ich möchte heute über eine Dynamik sprechen, die in Worte zu fassen wahrscheinlich nicht so einfach ist, weil es so subtile, verletzliche Dinge sind, die auch leicht missverstanden werden können. Ich möchte mich aber dennoch vor diesem Thema, was ich als sehr wichtig erachte, nicht drücken. Und es geht hier, wie der Titel des Videos schon sagt, um den Masochismus der Loslasserin. Dies nicht im sexuellen Sinne gemeint, sondern im emotional-psychischen. Und ich möchte dem auf den Grund gehen. Es ist so, dass nicht alle Loslasserinnen solche Tendenzen aufweisen, aber meiner Erfahrung nach so einige, mich selbst eingeschlossen. Und dies liegt einfach an unserer Prägung, die wir erfahren haben. Wenn die Kindheit uns viel Leid beschert hat, dann haben wir uns dem angepasst. Automatisch, nicht bewusst, sondern es geschah. Es war ein Mechanismus der Selbsterhaltung. Unsere Körperzellen haben sich angepasst, unsere Psyche, unser ganzes Sein, um die Situation zu überleben. Das heißt, die Zellen, die Psyche, der Emotionalkörper sind daran gewöhnt, Leid zu verstoffwechseln, Leid als Nahrung aufzunehmen. Und ehe diese Prägung abgebaut, erlöst werden kann, kann es sehr, sehr lange dauern, da eben diese Prägung gleichzeitig verlief mit unserer körperlichen Entwicklung. Vielleicht war es das Erste, was wir erfahren haben, als wir geboren wurden, Leid. Als Erstes spürten wir eventuell die kalte, lieblose Atmosphäre oder wurden sogleich einer Misshandlung ausgesetzt, was durchaus vorkommt. Und wenn diese Misshandlung, diese negative Atmosphäre anhielten, dann hatten wir keine Chance, als Kind schon in die Heilung zu gehen. Als Kind ist man noch recht flexibel und elastisch und könnte theoretisch, wenn das Leid nur zeitlich begrenzt ist, hier auch wieder in die Genesung gehen. Aber für viele hielten diese schmerzlichen, verletzenden, traumatischen Umstände eine Kindheit lang an. Und sie zogen sich nach sich, dass man immer wieder ähnliche Umstände, sozusagen dasselbe in Grün, in sein Leben gezogen hat. Weil die Zellen daran gewohnt waren, weil sie danach schrien. Vielleicht vergleichbar mit, wenn man Raucher ist und alles nach dem Nikotin giert, weil es das gewöhnt ist, obwohl es ein Gift ist und schadet. So ähnlich verhält es sich mit dem Masochismus der Loslasserin. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass sie das Leid genießt, aber sie zieht es an und für eine Weile braucht sie es sogar, in Anführungsstrichen, um ihr System, das entsprechend jetzt gepolt ist, eben auf Leid ausgerichtet ist, am Leben zu erhalten. Wenn die Traumatisierungen sehr hartnäckig und tiefgreifend sind, gibt es meiner Erfahrung nach kaum eine andere Möglichkeit der Heilung als die Begegnung mit der Dualseele. Dies ist der Startschuss zum Erwachen, zu dieser gewaltigen Transformation, die die meisten von euch, die diese Videos schauen, betreffen werden. Ja. Erst der Initialreiz dieser unendlichen, ewigen Seelenliebe
vermag das innere Kind in warme Tücher zu wickeln und ihm eine Heimat zu geben. Sicher ist der Dualseelenweg auch anstrengend und hart, aber er ist ein Weg der Heilung. Es ist also die Umkehrung dessen, was sehr verletzte Menschen in der Kindheit erfahren haben. Es hat genau das andere Vorzeichen und deshalb sollten wir diesen Prozess in allen seinen Facetten und in all seinen Phasen begrüßen. Gewiss ist es nicht leicht, sich einzugestehen, dass man auf Leid fixiert ist. Das zu erkennen, macht traurig, aber diese Traurigkeit wiederum birgt in sich Mitgefühl für sich selbst und auch das Begreifen, dass man schuldlos ist an dieser Dynamik. Es geht darum, sie sich bewusst zu machen. Das ist hier das Entscheidende. Und in gewisser Weise werden wir dann schuldig, wenn wir es vermeiden, uns dies bewusst zu machen. Wie gesagt, es gilt nicht für alle Loslasserinnen und ich hoffe, dass diejenigen, für die es gilt, jetzt mitschwingen und die anderen das links liegen lassen können, was ich hier erzähle. Vielleicht kennt ihr ja dieses japanische Experiment. Ich glaube, es war ein Japaner, der das vollzogen hat, der auf ein Glas Wasser Worte geschrieben hat. Zum Beispiel Liebe oder Hass oder Gleichgültigkeit. Und wo er dann feststellen konnte, dass die Wasserkristalle sich entsprechend veränderten. Und wenn dies schon das Wasser tut, wie mag da erst ein menschliches Wesen reagieren, wenn wir symbolisch gesprochen auf ihn die Worte schreiben, ich hasse dich, ja, bei toxischen Müttern geschieht das, ja, oder auch ich verlasse dich, wenn der Vater verschwunden ist und kein Kontakt mehr bestand. Was mag das erst mit unseren Zellen machen? Die Wissenschaft mag noch nicht so weit sein, dies unterm Elektronenmikroskop herauszufiltern, aber eines Tages wird es dorthin kommen. Es geht hier ja auch nicht nur um die grobstofflichen Veränderungen, sondern ebenso, mindestens ebenso um die feinstofflichen. Ja, und über den Dualseelenprozess hinaus, beziehungsweise als einen essentiellen Bestandteil dessen, hilft es sehr, wenn wir uns immer wieder mit dem Göttlichen verbinden. Das Göttliche, das immer um uns war, auch immer in uns war. Dieser Kern in uns, den ich wahrnehme wie ein Kristall, wie ein Diamanten. Und von diesem Kern aus immer wieder zu üben, ich bin Liebe, egal was in meiner Kindheit auf mich raufgeschrieben wurde. Selbst wenn da steht, ich benutze dich und lass dich dann fallen, so wie es mir passiert ist, ja. Dies auslöschen, dies überschreiben mit den viel stärkeren Worten, ich bin Liebe. Das ist etwas, was alle Zeit gilt. Ja. Es geht ja darum, dieses Muster zu durchbrechen, damit unser Leben sich so erfüllen kann, wie es unserem göttlichen Wesen entspricht und wie es eben auch unserem Seelenplan entspricht. Und die Dualseele unterstützt uns dabei ganz massiv. Er setzt sozusagen die Brechstange an, um dieses Muster zu durchbrechen. Und auch das tut eben durchaus weh.
Es ist aber ein Schmerz, der in die Heilung führt und nicht mehr in die Verdammung. Wenn dieses Video und auch meine anderen Videos euch hilfreiche Impulse geben konnten, dann freue ich mich sehr über eine kleine Spende. Und ich grüße euch aus Spanien.